Jetzt kommt die Alessandra. Sie wird doch auch hoffentlich was Kurzes erzählen. Hallo, ich bin die Alex. Und ich wollte mich als erstes bei jedem Einzelnen hier von euch bedanken, dass er die Situation gerade sehr kritisch hinterfragt. Es ist so wichtig, in dieser Zeit aufrecht zu gehen und den Kopf nicht hängen zu lassen. Mich persönlich betrifft Corona gleich zweimal. Einmal als alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen und zum zweiten als Firmeninhaberin. Okay. Ich betreibe seit 4 Jahren eine Hotelreinigungsfirma in Berchtesgaden. Wir betreuen 5-Sterne-Hotels von Salzburg bis nach München. Am 15. März hatte ich noch ein gesundes mittelständisches Unternehmen mit 42 Angestellten. An diesem Tag bekam ich einen Anruf von meinem größten Kunden, ein bekanntes Thermenhotel in Erding. Sie wurden soeben staatlich geschlossen. Es betraf ab dann jedes einzelne Hotel im ersten Lockdown. Ich bin auch super nervös, gell? Fast gleichzeitig hörte ich Frau Merkel im Fernsehen sagen, ich dürfte meine Mutter nicht mehr besuchen. Und was soll ich sagen? Da erwachte in mir die Verschwörungstheoretikerin. Niemand verbietet mir, meine Mutter zu sehen. Ich habe dann sofort Kurzarbeitergeld für meine Mitarbeiter beantragt, weil man ja dachte, es geht schon irgendwie weiter. Im Juni, also 3 Monate später, durften wir dann erst wieder arbeiten. Viele meiner langjährigen Kunden mussten die Verträge mit uns sogar ganz aufkündigen, da ja auch ein Reiseverbot verhängt wurde und viel zu wenig Gäste da waren. In diesen 3 Monaten liefen aber alle Verträge, Autoleasing, Steuerberaterkosten, Meeting, Versicherung und Privatkosten bei mir weiter. Und das Ganze ohne Einnahmen. Die Hilfen, die kamen, waren Tropfen auf dem heißen Stein. Also ging auch alles Ersparte mit drauf. Aber das Allerschlimmste war, dass ich aufgrund der Schließung der Hotels 39 Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit schicken musste. Also 39 Menschen mit Familie, die teilweise jahrelang bei mir gearbeitet haben und sich nichts und nie etwas bei uns zu Schulden kommen haben lassen. Dann haben wir mit 3 Mitarbeitern versucht, die Firma über Wasser zu halten bis zum 20. Oktober. Naja, und dann kam der 2. Lockdown vom Söder, nur für das Berchtesgadener Land. Ein Lockdown aufgrund von positiv Getesteten, denn im Krankenhaus lag zu diesem Zeitpunkt genau einer auf Intensivstation. Dieser Lockdown dauerte 14 Tage und ging dann in einen Lockdown light deutschlandweit über. Also für meine Branche heißt das, seit 4 Wochen ohne Einnahmen zu sein. Und auch sonst kamen keine Hilfen in diesem Monat. Es wurde mittlerweile zwar wieder Hilfen angeboten, aber auch die können nicht aufhalten, dass wir uns aktuell in einer Weltwirtschaftskrise befinden. Das betrifft die ganze Welt, nicht nur uns Deutsche. So wie mir geht es vielen Selbstständigen und Freiberuflern auf der ganzen Welt. Die haben also meine Firma, die ich mir 4 Jahre hart aufgebaut habe, in 8 Monaten zugrunde gerichtet. Und da muss doch die Frage an den Herrn Söder und an den Landrat Kern erlaubt sein. Von was, meine Herren, soll ich meine Kinder jetzt ernähren? Wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Und wieso spricht hier keiner von Insolvenzen oder Arbeitslosenzahlen? Die drücken uns, den Mittelstand, in die Arbeitslosigkeit oder ins Hartz IV. Aber gerade der Mittelstand hält doch dieses Land am Laufen. Es ist meiner Meinung nach ein gezieltes Zerstören der Wirtschaft und des Mittelstandes. Und da kann man nicht mehr wegschauen. Wenn es sich hier wirklich um so eine gefährliche Pandemie handelt, dann will ich wissen, wieso mein Geschäft geschlossen bleiben muss, während ich aber meine Kinder zur Schule schicken soll. Was in Deutschland seit 8 Monaten abgeht, ist in meinen Augen mehr als Unrecht. Und wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich bitte jeden, der merkt, dass hier was nicht stimmt, aufzustehen und sich an dieser Spaltung im Volk nicht mehr zu beteiligen. Denn hier unten, das haben wir alle gleich. Und noch ganz kurz zur Facebook-Gruppe. Die habe ich gegründet, um auch kritischen Stimmen im Berchtesgadener Land eine Plattform zu geben, wo sie sich austauschen können oder um verzweifelte Menschen in dieser schweren Zeit auch mal eine Hand zu reichen. Wir stehen für freie Meinungsäußerung und zensieren deshalb sehr, sehr wenig in dieser Gruppe.
Wir bitten davon abzusehen, uns politisch einzustufen und uns stattdessen als freie, selbstbestimmte Menschen zu sehen. Ich danke euch fürs Zuhören.